Hallo liebe Campingfreunde, wir sind auf dem Stand von XGO und es ist ein auf der Basis von Remore ein Fahrzeug, sozusagen ein White Label, in XGO gelabelt. Ihr seht vorne Schürze, schön weiß. Das nennt sich X-Van 105. So, und das Fahrzeug steht hier zu einem Preis ab 47.990 Euro. Sehr interessant. Gibt da kaum noch ein Fahrzeug unter 50.000. Und ihr seht, mit der Ausstattung, die hier in dem Fahrzeug ist, kommen wir auf 55.493 Euro. Also das schafft man ja gerade bei einem 540er, das ist ein 6 Meter Fahrzeug hier, ohne viel Ausstattung. Also wirklich ein echt interessanter Preis. Wir gehen mal hinein. Dazu kommt noch, das Fahrzeug ist auf Fiat-Basis, also Standard habt ihr einen 120 PS Motor drin, standardmäßig hier aber auch, genau, mit Schaltgetriebe und ihr seht, hier ist sogar ein Pioneer-Radio drin, ja, dann zeige ich euch gleich mal die Verdunklung, hier wird nämlich nicht gespart, habt ihr eine ganz tolle Verdunklung. Könnt ihr halb hochziehen, so könnt ihr rausschauen, aber man kann hier nicht in den Raum schauen und komplett verschließen. An der Seite nochmal. Also ist ganz einfach zu handhaben. Ihr seht hier die original Fiat-Bezüge. Dort wurden ähnliche Bezüge genommen, dem angepasst vorne von den Farben. Ja, wie gesagt, das ist ein 6 Meter Fahrzeug. Jetzt schaue ich mal, was ich hier an Platz habe. Ein bisschen ordentlich zurückrücken. So, kann hier mit dem Fuß gut durchsteigen. Und von da seht ihr noch mehr Platz. Also ihr könnt insgesamt den Tisch noch rüberschieben. Hier haben wir keinen Alternativtisch. Vielleicht ist das gegen Aufpreis lieferbar. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kunstlederverblendung. Eine richtig gute Verdunklung, also richtig stabil. Fliegengitter geht nicht so schnell kaputt. Und dann haben wir oben einen großen Oberschirm, also eine volle Breite ausgenutzt. Und da drüber haben wir das sehr, sehr beliebte, auch bei uns beliebte Fach, wo man jetzt zurzeit gerade seine Winterjacken auch reinmachen kann und viele andere Sachen. Oben ein Heki und ein Fernseher haben wir hier schon. Ja, und hier auf dem Dach ist, glaube ich, ich kann mal schauen, hier ist sogar eine alte Sattanlage noch verbaut, das zeige ich euch gleich nachher nochmal. Also das Fahrzeug ist schon ziemlich gut ausgestattet zu dem Preis. So, dann kommen wir zum Küchenblock. Was haben wir vorne? Vorne haben wir den Dometic-Kühlschrank, kann man beidseitig öffnen. Mit Eisfach, so könnt ihr schön die Kaltgetränke von draußen entnehmen. Ich finde es praktisch, wenn er vorne ist. Das macht die nicht so tief, die Küche. Ihr seht, hier haben wir noch die Möglichkeit, Kaffeemaschine oder sonstiges abzustellen. Darunter befindet sich nämlich der Kleiderschrank, ein riesiges Ding. Wir sind immer noch im 6 Meter Fahrzeug. Haben hier auch noch Auszüge. Da haben wir auch die Steckdose 230 Volt, den Lichtschalter und haben hier einen schönen Zweiflammer mit Piezezündung. Ja, das sieht ordentlich aus, aber ein großes Waschbecken haben wir auch mit einem schönen hohen Wasserhahn, dass ihr auch große Töpfe abspülen könnt. Ja, wir haben einen hohen Oberschrank, nicht so tief. Teller werden dann hochkant, ansonsten Tassen oder andere Sachen. Oha. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil er hier weit auslegt. Schaut mal. Ja, ich persönlich den auf diese Breite gebracht. Hätte mir gereicht für die Tassen. Aber gut, manch einer braucht mehr Stauraum. Hier brauchen wir sowieso mehr Stauraum. Zeige ich euch gleich warum. Also das gehört eigentlich schon zum Schlafraum.
Und jetzt sind wir im Schlafraum und was seht ihr? Hier haben vier Leute Platz. Also ihr seht nach oben hin, eine Armlänge, nach unten eine Armlänge. Ich messe euch das aber von hinten gern nochmal aus. Und man kann hier bequem einsteigen unten. Das ist etwas tiefer. Oben hängt ihr nachher eine Leiter ein. Und dann habt ihr überall auch einen Herausfallschutz, den ihr hier oben fixieren könnt für die Kinder. Da in der Mitte, das heißt, ihr könnt aber auch einen so einen Lattenrost rausnehmen und mit nur einem Bett fahren. Das ist auch möglich. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Ihr könnt, glaube ich, das Bett hier lassen oder einzeln da lassen, weil ihr habt immer einen Herausfallschutz. Wenn da weg ist, dann habt ihr hinten und vorne einen Herausfallschutz. Sehr schön. Ja, wir haben auf der Seite keine Oberschränke, sonst würdet ihr euch den Kopf stoßen. Wir haben aber hinten Oberschränke. Ich nehme euch mal mit. Schaut mal. Da gibt es noch Platz. Und da seht ihr den Receiver für die SAT-Anlage von allen. Da hinten nochmal das Gleiche. Ja, dann haben wir oben ein schönes großes Heki. Und überall diese Leuchten. Na, er bleibt nicht an. Sehr komisch. Habt ihr dann in der Nacht noch dieses Nachtlicht? Ja. Dann kommen wir mal zum Bad. Wir sind in einem 6 Meter Fahrzeug immer noch. Hinten wird quer geschlafen. Das heißt, dieses Bad ist verschlossen. Komme ich nicht ran. Aber ich messe es mal aus, weil wir haben da drüben noch ein Bad. Das Bad hat eine Länge von 94 cm. Wir gehen mal einen anderen rein. 89 cm, das sind die 94. Ah, hier geht es noch ein bisschen weiter. So. 96 cm. Also die Bäder dürften identisch sein. Und das Bad haben wir ja schon mal gesehen. Die Tür geht auf. Und ihr habt richtig viel Platz in dem Bad. Da oben eine Zwangsanlüftung, hier ein Fenster. Und wir sind hier in den 640er. Hier sind nur die Bettenlänge. Also die dürften jetzt identisch sein. Hier hängt man einen Duschvorhang ein. Ja. Da habt ihr noch ein Waschbecken, was ein bisschen ungünstig angebracht ist, wo man schlecht hinkommt. Aber waschen kann man sich ja gegenüber. Also wenn man sich so schnell die Achseln abwaschen möchte. Ja, dann gehen wir mal wieder zum anderen zurück. Und hier seht ihr gleich so einen Fahrradträger von Carry Bike. So, gehen wir mal rüber. Hier seht ihr die Verdunklung. Also die sind auch recht stabil. Ein Fliegengitter haben wir hier noch. Ja, und beim Carry Bike oder beim Thule, wie auch immer, müsst ihr aufpassen, wenn ihr die Türen zumacht, nicht, dass ihr euch das in den Nacken schlagt. Also meine Ohren haben schon zweimal richtig doll, oder beziehungsweise das eine Ohr doll gelitten. Jetzt rücken wir mal das zurecht, damit ihr das auch seht. Also hier ist es tiefer, weil wir diese zwei Betten haben. Da haben wir ja fast 50 cm in der Höhe und in der Breite, das ist identisch mit den meisten Fahrzeugen, haben wir 75 cm. So, und jetzt haben wir hier rechts Platz für eine Gasflasche, weil in diesen Fahrzeugen, weil das jetzt tiefer ist, wird in der Regel eine Dieselheizung verbaut. So, interessanterweise habt ihr hier auch noch mal eine Öffnung für die Gasflasche. Wahrscheinlich, weil man sie zum Abdrehen dann von innen abdrehen kann. Können auch einen Crash-Sensor, also eine Monokontrolle verbauen. Dann braucht ihr die Gasflasche auch nicht mehr abdrehen. So, und auf dieser Seite haben wir die zweite Gasflasche. Also hier gibt es denn anscheinend doch eine Gasheizung. Dann hat man das so gelöst. Ja, und jetzt schauen wir mal unter den Betten. Da habt ihr hier ein Fach. Da ist jetzt der Wassertank. Nehmt euch mal mit.
Revisionsöffnung, aber dahinter habt ihr nochmal ordentlich Platz, Staumöglichkeiten. Und auf der anderen Seite, ja, nicht zu sehen, von hier oben nichts, aber von der Seite kann man was sehen. So, dann nehmen wir wieder rüber. Ne, das gehört so rum. Tetris. So, aber schaut mal, da hinten haben wir noch Ablagemöglichkeiten. Und da vorne haben wir einen Schrank vergessen. Da gibt es auch noch mal Staumöglichkeiten. Ja, jetzt messe ich euch mal die Betten aus. Ich denke mal, das ist für viele interessant, das Bettenmaß. Hier haben wir 1,43. Und hier wahrscheinlich auch. 1,44, ja. Hier unten haben wir 1,86. Ich glaube, das reicht für die meisten Leute. Und hier oben, ich zeige euch das mal, hier habt ihr so einen Holm und auf der anderen Seite auch einen Holm. Da ist die Länge begrenzt. Da haben wir jetzt ja ca. 1,70 immerhin noch. Und die Höhe messe ich euch auch nochmal. Oben sind es 53 cm und hier unten sind das 61 cm. Also für die Kinder optimal und selbst für die Erwachsenen, die haben dann auch nochmal ordentlich Platz. Ein richtig interessantes Fahrzeug, finde ich. Oben seht ihr noch die Rückfahrkamera und dann sind da noch so LEDs, die man wahrscheinlich als Licht anmachen kann. Ja, liebe Campingfreunde, wie hat euch das Fahrzeug gefallen? Also ich persönlich finde es sehr interessant, weil man hier echt ohne Aufstelldach selbst in der Kälte zu viert drinnen schlafen kann und hat keine Probleme. Ein Aufstelldach ist ja im Sommer überhaupt kein Problem. Aber die Geräuschkulisse darf man auch dabei nicht vergessen beim Aufstelldach. Also wenn man oben schläft, selbst wenn man nur am Strand schläft, hört man das Meer rauschen, als wenn man daneben steht. Nein, aber es könnte ja sein, dass ihr irgendwo ungünstig steht an der Straße, dann hört ihr das. In diesem Fahrzeug hört ihr das kaum. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Videos von dem Kanal anschauen wollt, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Viel Spaß hier auf der CMT. Bis bald.